Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch so ein bisschen was Alltägliches und Aktuelles von Teneriffa erzählen. Ich bin Kirsten und ich lebe auf Teneriffa und ich bin Autorin unter anderem von dem Buch Leben auf Teneriffa. Also wer Lust hat, hierher auszuwandern oder sich grundsätzlich für die Kanaren interessiert, in dem Buch Leben auf Teneriffa erzähle ich euch alles drumherum, weil ich lebe hier seit über 9 Jahren jetzt. So, ein paar Geschichten von der Insel, was hier so los ist, wie es aussieht, Alltägliches, Schönes und Schlimmes. Womit fange ich an? Ach, mein Lieblingsthema, die Wolkendecke. Fragt mich nicht, ihr merkt es schon, wenn ich sprachlos bin, dauerhaft diese Wolkendecke. Null Möglichkeit, Strandvergnügen zu genießen, und es zieht runter. Aber wir lassen uns ja nicht unterkriegen und wir gehen dagegen an mit dem Licht im Herzen. Kennen wir das Thema. Ich habe jetzt, als ich auf dem Markt war am Wochenende, habe ich gehört, die schnacken ja immer untereinander, habe ich gehört, aber im Süden ist das voll heiß. Dann denke ich, okay, haben wir die Wolkendecke nur im Norden? Jeden Tag. Ein paar Lichtblicke mal zwischendurch, keine Frage. Manchmal kriegen wir einen halben Tag geschenkt mit normalem Wetter, blauer Himmel und Sonne, aber größtenteils seit Wochen jetzt diese Depressionswolkendecke. Und zu dem Thema geht es gleich weiter. So, also habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt gucke ich mal auf die Webcams. Wie sieht denn das im Süden aus? Habe gerade geguckt, Los Cristianos, Wolkendecke. Dauerhaft. Sonne ist ja auch nicht gut. Ja. Die ist sowas von gut. Ich saß eben wieder draußen und da kam so ein Lichtstrahl durch und ich habe sofort gemerkt, oh, 100% hochgefahren, mit dir geht es wieder besser. Absolut zu hinterfragen, warum? Bleibe ich mal bei diesem Thema, weil das ist der Faden und jetzt wird es schlimm, traurig, Weltgeschehen, Teneriffa. Auch hier kommt immer mehr der Wahnsinn durch und an. Und die Kanarios haben insofern den Vorteil, weil das liebe Menschen sind. Das habe ich euch schon oft erzählt. Die lieben ihr Leben, die leben ihr Leben. Die sind dadurch, dass sie natürlich und einfach leben, haben sie diese Ansprüche nicht, die bei vielen jetzt wegfallen. Die leben einfach weiter ihr Basisleben und es läuft. Aber diese ganzen überletzten 2 Jahre mit Irrsinn, Wahnsinn, mit nicht mehr wissen, wo kriege ich mein Geld her, mit den ganzen Ängsten und Sorgen und fragt mich nicht, führen auch hier zu massiven Depressionen, die sogar zum Selbstmord führen können. Das ist jetzt das traurigste Thema in diesem Video, denn nachher werde ich entspannter, aber ist hier de facto passiert, wurde mir berichtet aus dem Umfeld, dass sich Menschen jetzt aktuell das Leben genommen haben, tick jünger als ich, aufgrund einer Depression, aufgrund des Wahnsinns. Das ist also nicht nur, hört man mal oder kann man sich vorstellen, es passiert. So weit hat der Wahnsinn es gebracht und es ist zu bestätigen. Und es ist ja auch kein Wunder, es hilft wirklich nur, dass man sich immer versucht, wieder selber aufzubauen und dass man hoffentlich mindestens einen Menschen hat, mit dem man sich darüber richtig gut austauschen kann, der einen auffängt. Mir kommen schon wieder die Tränen, weil das so ein berührendes Scheiß Thema ist, mit dem wir aber konfrontiert werden. Wenn ihr nicht so einen Menschen habt, mit dem man sich, der einen auffängt, mit dem man sich austauschen kann, versucht euch selber hochzufahren und das Schöne im Leben zu sehen. Die positiven Aspekte, die Natur draußen, die jetzt blüht, die Vögel, die Spaß haben und so weiter. Das ist so wichtig. Oder versucht in die Gruppen zu gehen, um da ein bisschen Feedback zu bekommen von Gleichgesinnten, um aufgefangen zu werden.
Es wird hier weiter auch hier alles teurer. Aber, und da kommt jetzt wieder andersrum der Unterschied. Es war schon immer so ein Level hier, hier war nie wirklich Reichtum, sondern man hat so vor sich hingelebt und es hat funktioniert wunderbar. Und genau deshalb sind Preiserhöhungen hier so gravierend, weil das Durchschnittseinkommen eh schon so ist, dass man da keine großen Sprünge nach oben hat, ja? Also der Durchschnitt in Deutschland, möchte ich mal sagen, der hat immer noch Sprünge nach oben. Dann wird die Urlaubsreise eben nicht so teuer oder man fährt nicht in Urlaub. Das sind ja so gesehen jetzt Luxusgedanken. Die haben die meisten Kanarios gar nicht gehabt, so ein Luxus wie Urlaub, sondern es geht nur um das Basisleben. Und wenn das Basisleben teurer wird, ist man sofort am Limit. Und das steigt hier jetzt so auffällig in allen Bereichen und schneidet den so ein. Lebensmittel, schon lange Benzin, wisst ihr, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt bei 1,60 super ungefähr, habe aktuell nicht geguckt, wahrscheinlich ist es noch höher, Strom, alle Bereiche. Und ganz gravierend fand ich das jetzt, die Info habe ich gekriegt für einen TÜV. Wenn man einen älteren Wagen hat, ich glaube ab 10 Jahre, dann muss man einmal im Jahr zum TÜV. Autofahren war bisher, wie alles so für die Menschen, die hier leben, es war immer alles günstig, so auch Autofahren, das ist alles nicht teuer, Steuerversicherung, TÜV, bisher. Der TÜV hat immer so, ich weiß nicht mehr, lass es so ungefähr 28 Euro gewesen sein, gekostet. Der ist jetzt bei 60 Euro. Es fängt jetzt also an, über die Schmerzgrenze der Kanarios zu gehen, dass sie sich all diese Sachen nicht mehr leisten können. Ich bin sicher, viele versuchen auf Pump zu gehen, Dispo auszureizen und so weiter. Also es wird hier richtig hammermäßig negativ hochgefahren. Es geht nicht mehr lange gut. Ja, noch mag das funktionieren, noch kann ich den Dispo ausreizen, aber irgendwann ist der auch durch und vor allem muss ich den irgendwann zurückzahlen. Also auch hier kommt das Weltgeschehen jetzt zum Tragen auf horrende negative Weise. Und dann möchte ich jetzt aber auch etwas Schönes erzählen. Etwas Schönes, was so ans Herz gegangen ist, was mich persönlich so gefreut hat. Wenn ich hier spazieren gehe, dann komme ich oft an einer Ecke vorbei, das ist so eine Art Reihenhäuser und da sind ganz oft Katzenbabys, die da aber leben. Das ist ganz normal hier, ja, weil die ihre Katzen ja nicht kastrieren lassen, das habe ich jetzt einfach schon, ist halt so. Da sind halt die Kätzle. Und die kriegen immer wieder Babys und die werden da versorgt. Das weiß ich. Und immer wieder sind dementsprechend da Katzenbabys zu sehen. Und Kirsten steht dann da und guckt und findet das einfach nur niedlich. Das ist jetzt wieder der Fall. Ja, da weiß ich, dass eine Katzenmama mit 4 schwarzen Katzenbabys. Direkt an der Straße, aber so wachsen die hier auf und die lernen das von der Katzenmama. Ja, Straße, gefährlich, musste ich auch lernen, die Babys bleiben auf der anderen Seite. Also das wusste ich viel. 4 kleine schwarze Babys und die Mama. Heute war ich da wieder spazieren. Da kommt über den Zebrastreifen gelaufen eine erwachsene Katze. Habe ich dann erstmal geguckt, ob da auch kein Auto kommt. So, dann sehe ich aber fast direkt vor mir so ein kleines winziges Katzenbaby. Vielleicht 4, 5 Wochen, also zum Klauen wieder. Die große Katze geht zu dem Kleinen und ich merke aber, wie die sich nicht wie Mama verhält. Ja, also die, hab gesehen, die kennen sich und das Kleine wollte so und das Große aber, nö, ich geh mal dahin und da. Okay, bin zum Kleinen hin, scheu wie immer. Denke ich, okay, jetzt machst du erstmal deine Erledigung. Oh, die Nummer kommt gleich. Machst du erstmal deine Erledigung, gehe ich wieder zurück und guck wieder. Du sitzt dann wieder, das kleine Katzenbaby, ganz alleine. Kommt mir ein Mann entgegen, aus dieser Reihenhaussiedlung. Habe ich natürlich sofort angesprochen. Kanario. Das ist das Schöne. Und dann sage ich, du, ich sehe hier das Katzenbaby. Sag mal, weißt du, ob das auch dazugehört und hier wohnt? Sagt er, ja. Hier sind immer Katzenbabys und das wurde wohl ausgesetzt. Und ich kümmere mich um die Katzen. Ich kümmere mich um die, ich gebe dem Futter und alles. Also es wurde mir geschenkt, dass ich genau den Menschen kennengelernt habe, der sich da um diese Katzen kümmert. Da mögen noch andere sein, die es machen. Und er sagte, dieses Katzenbaby war auf einmal da, das muss ausgesetzt worden sein
Und 2 Tage lang hat das nur nach seiner Mama geschrien. Und jetzt hat die Mama von den schwarzen Babys dieses Kleine aufgenommen. Und das war die Katze, die über den Zebrastreifen ging. Die kam dann da nämlich wieder an und da wusste ich, ah, okay, das ist die Mama von den 4 Katzenbabys. Und darum, es hat das Kleine zwar angenommen, aber sie merkt, macht schon den Unterschied. Es ist nicht meins. Und was ich so schön fand, ist, die Canarios gelten als nicht so tierlieb. Und das hat es mir bewiesen, dass das nicht stimmt. Ich habe dann gleich gesagt, okay, wenn ich hier mal wieder irgendwie ein Kätzchen sehe, dann rufe ich dich gleich. Also richtig schön, eine positive Überraschung, die mir so ans Herz ging. Und ich wusste, um dieses Kleine wird sich da gekümmert. Die Erledigung, die ich machen wollte, ich wollte zur Apotheke und mir eine Zahnpasta ohne Fluor da holen. Wir haben ja jetzt hier überhaupt keine Maskenpflicht mehr nirgends. Also ich gehe da hin. Will einen Fuß reinsetzen in die Apotheke. Hier schon mal einen Po von 3 Meter gesehen, der war vor mir, das nur am Rande. Will rein und die Apothekerin schreit mir gleich entgegen, Maske. Ich genauso, wie hier? Ja, Apotheke, Maske. Okay, das wird gesetzlich so sein, wusste ich nicht, gehe ja sonst nicht in die Apotheke. Dass man da noch den Schnupfen tragen muss. Aber das ist ja auch logisch, weil da ist ja die Mikrobe unterwegs in der Apotheke, draußen davor nicht. Und wenn ich mit den Menschen, das mag ja die Begründung sein, da gehen ja lauter empfindliche kranke Menschen rein, wenn sie in die Apotheke gehen, wenn diese empfindlichen kranken Menschen mit mir zusammen im Restaurant sitzen, da müssen wir ja keinen Schnupfen tragen. Aber in der Apotheke ist das gefährlicher, das leuchtet mir wieder total ein, also eins weiß ich, die sehen mich nicht nochmal. Ja, ich bin dann auch auf dem Absatz umgedreht und Kokosöl ist so und so viel besser für die Zähne. So, das war das. Ach ja, das Tenno-Gebirge. Das Tenno-Gebirge ist seit Jahren gesperrt oder teilgesperrt. Zuletzt war es absolut komplett und voll gesperrt. Sie haben es jetzt wieder leicht geöffnet. Aber leider immer noch so, dass ich nicht hin kann. Ich war da noch nicht. Es muss so wunderschön sein, wenn man einmal übers Tenno-Gebirge hinweg ist. Da ist nämlich der Leuchtturm von Buena Vista. Und es muss eine so schöne Landschaft sein und eine schöne Sicht sein. Und Geheimplätze, das weiß ich, davon wurde mir schon berichtet. Aber es ist nach wie vor komplett gesperrt. Montag bis Donnerstag kann man nachts dahin. Siehst du ja nichts, das ist mit Sicherheit nicht beleuchtet, also kann man vergessen. Man darf aber mit dem Bus rein und mit dem Fahrrad. Ja, fahr mal Serpentin hoch und runter mit dem Fahrrad. Die Profis machen das hier, ja, aber da gehöre ich nicht zu. Mit dem Bus, aber im Bus muss man hier auch noch den Schnupfen tragen. Das heißt, wir heben uns das auf. Aber das sind so die Neuigkeiten. Und meine kleine Sunny, die tüdelt hier gerade rum und einen habe ich noch, der Tate nochmal. Ich hatte ja schon in einem Video berichtet, dass der Tate unentspannt ist. Das Thema geht weiter. Es wurden nochmal mehrere kleinere tiefe Bäbchen gemessen. Aber es ist schon auffällig und wir bleiben da weiter entspannt, informiert, beobachtend, hoffend und so weiter. Weil in diesen Zeiten alles möglich ist. Das ist jetzt der Vorteil einer großen Insel, ja, weil man fragt sich ja schon, was ist denn, wenn dann? Dann hat man die Möglichkeit, erstmal woanders hinzugehen. Ja, also wenn er wie auf La Palma ist, nach unten die Lava läuft, geht man nach oben. Also wenn die in den Süden läuft, geht man in den Norden. Wie auch immer, aber trotz alledem mit 4 Katzen und so, das ist alles, es ist nicht so einfach und nach wie vor möchte ich keine Panik machen. Aber man sollte so ein bisschen parat haben, was kann ich denn machen, wenn dann? Ja, auf eine andere Insel, klar, aber die Idee werden ja wieder viele haben, war auf La Palma ja auch so. Da waren da Schlangen vor den Fähren und so weiter. Also wir hoffen mal, dass rechtzeitig alles gut wird, ja. Und sich der Tate entspannt. Vielleicht gibt er uns aber auch nur, ich sehe das mal positiv, Energie.
Ich gebe euch jetzt mal so Energie positiv. Ich weiß es nicht. Bisschen Alltagsgeschehen auf Teneriffa. Genießt die Sonne bei euch. Wir rocken das hier weiter und es wird alles gut. Es sieht nach wie vor so gut aus. Es tut sich so viel. Achtet auf die öffentlichen Medien, die da gebracht wird. Genau das packe ich immer bei mir auf Telegram drauf. Dass wir sehen, ach, das kommt in die Öffentlichkeit. Das wird jetzt mal Thema. Ist ja interessant, das wird immer mehr thematisiert. Es sieht gut aus. Also, wir schauen wie immer, wie es weitergeht. Macht euch schön. Wer es noch nicht hat, kauft mein Buch Leben auf Teneriffa oder all die anderen Büchlein, die ich geschrieben habe, Liste davon hier runter. Viele Grüße von der Wolkendecke Teneriffa. Es gibt übrigens ein Lied, Tenerife Seguro de Sol. Auf Teneriffa ist die Sonne immer sicher. Ja, es wird ein Satire. Oder irgendwann ist das wieder so. Viele Grüße, eure Kirsten.